die Argumente und die Löcher fliegen mir gleich aus der These. Wir heizen euch wasserdicht ein und zünden die Lunden. Wir berichten jetzt was, das wirklich die Wahrheit ist und eben deshalb erfunden. Alles, was wir tun können, ist davon zu erzählen. Alles, was wir tun können, ist davon zu erzählen. Und so wird's passieren. Wir mauerfremden Kinder wollen alles wissen, wofür ihr euch noch schämt. Und geben Abgrund auf, gehen wir runter und gucken dahinter. So lange, bis der Abgrund tief dreht. Und wir spielen zwischen Traum und Trauma, Filme verzerrt pauschal auf allen Hochzeiten, auf die wir uns stehlen. Wirklich wahr ist, was wirklich egal ist, ob's wirklich real ist. Alles, was wir tun können, ist, davon zu erzählen. Alles, was wir tun können, ist, davon zu erzählen. Alles, was wir tun können, ist, davon zu erzählen. Alles, was wir tun können, ist, davon zu erzählen. Alles, was wir tun können, ist, davon zu erzählen. Hier mischt sich ganz toll alt und neu, weil das sind eigentlich die ältesten Häuser Hamburgs, die noch so stehen. Und sie sind aber völlig alternativ genutzt, wie du siehst. Hier wohnen so Künstler und alle, die sich für Künstler halten. Ich wohne hier leider nicht. Ich bin einfach wahrscheinlich so sozialisiert mit diesen 60er-Songs, wo das erste Mal diese Utopie halt aufgegriffen wurde und wo versucht wurde, sowas zu verwirklichen. Letztendlich ist natürlich vieles in so einer alternativen Szene auch revolutionäres Gehabe, was mit der Realität jetzt nicht so viel zu tun hat. Oder was nur so aussieht, als sei es alternativ. So, und deswegen bin ich bei allem, was nach Szene aussieht, auch eher Beobachter denn Mitmacher. Jede Szene macht Sinn. Einmal die, wo die etablierten Künstler sind, die eben ja auch für jeden Gig bezahlt werden, die ihre Touren machen, wo aber eben ja auch ganz viele Leute dahin kommen. So, und dann eben die Szene für alle die, die halt ja erstmal überhaupt anfangen müssen, die Erfahrung brauchen, so. Sport, morgens 5.10 Uhr, Spagat, das tat weh. Klappmesser, klappt besser, 120 Kniebeugen und keine Zeugen. Liege, Stütze, über, Schweiß. Expander auseinander und plopp an den Kopf. Die Hanteln fliegen fröhlich durch die Luft. Im Wohnzimmer herrscht Büffelduft. Wunder, ein kleines Wunder. Meine 100 Züge auf das ich nicht lüge. Roll-ups, Sit-ups,
Kollaps. Ja, manche versuchen es und schaffen es nicht und manche sind so cool, dass sie wissen, sie schaffen es jedes Mal, aber es ist, es gibt Applaus, manchmal gibt es keinen Applaus. Ja, manchmal fängt einer an und nach drei Takten gehen so 12 Leute zur Toilette. Ja, aber heute Abend saßen alle gebannt und hörten. Aber man hört es auch gerade wieder. Also es ist ein sehr guter Abend, wirklich ein sehr guter Abend. Ich bin eigentlich eher für das Schwammige. Ich bin für das Unausgewogene und für das Zufällige. Und dann gibt es Menschen, die sagen, du musst dich besser vorbereiten. Dann gibt es Leute, die sagen, du bist zu ängstlich. Dann sage ich, ja, ich bin ängstlich und ich möchte mich aber auch nicht verstellen. Also ich möchte auch, dass es ein bisschen wahrgenommen wird. Ich möchte es nicht penetrant aufs Butterbrot schmieren, aber ich möchte mich nicht verstellen. Ich möchte auch nicht das Wort jetzt sagen, was mit A anfängt, was so inflationär gebraucht wird. Ich hasse es, aber wir kommen wohl nicht drum rum heute um dieses Wort. Ich will mich auch nicht outen. Verdammt nochmal, nicht outen. Einerseits finde ich das Wort authentisch auch immer so ein bisschen über... wird das überbewertet oder nee, wie sagt man? Also das ist so... Überstrapaziert, das finde ich sehr nein, schön. Nein, inflationär, wollte ich sagen. Es ja, wird eigentlich in jedem zweiten Satz benutzt und inzwischen weißt du eigentlich schon gar nicht mehr, was ist damit gemeint. Und, doch, ich weiß immer noch, was damit gemeint ist und ich stehe auch total zu diesem Wort. Also es wird zu viel benutzt und gleichzeitig ist mir das am wichtigsten. Ich möchte, dass es authentisch ist. Also das ist das, was mich am meisten berührt. Da geht mein Herz auf, ob das nun authentisch lustig ist oder authentisch emotional, traurig, wie auch immer, ist egal. Hauptsache es trifft. Ja gut, aber der Punkt ist ja tatsächlich, dass eben viele Leute das halt falsch benutzen oder denken, was eben schon anklang, sie wollen jetzt unbedingt authentisch sein und dann sind sie es eben gerade nicht mehr. Innerhalb der Stadt, obwohl ich immer das Gefühl habe, ich kenne so viele Leute, stelle ich dann doch immer wieder fest, boah, da gibt es immer noch wieder Leute, die sind in einer ganz anderen Szene. Und dann ist das irgendwie, ob das dann auch eine Singer-Songwriter-Szene ist, aber selbst da gibt es, glaube ich, auch also Leute, die hier noch nie waren, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen oder die uns nicht kennen. Das ist also, da ist Hamburg dann eben auch doch groß genug, dass es sich dann doch wieder verläuft. Aber fein, so soll's heute Abend sein.
Sascha Herrchenbach lädt ein zu Kavalier am Klavier, Hamburgs internationalen Musikshow. Live aus dem Einklangkulturloft in Hamburg. Heute in einer Special Edition. Und hier ist der Kavalier am Klavier, Sascha Herrchenbach. Hallo und herzlich willkommen, Melody Farm. Ich habe dich bei Crowdfunding gefunden. Bei Crowdfunding, ja. Genau. Und was machst du, oder wie bist du dazu gekommen? Kannst du ein bisschen über Crowdfunding erzählen, was du da direkt machst, was du da überhaupt mal zu erzählen, und nicht jeder weiß ja, was das ist. Also Crowdfunding, quasi die Schwarmfinanzierung, um es jetzt mal ganz platt auf Deutsch zu übersetzen, kommt, soweit ich weiß, aus Amerika. Die haben ja immer lustige Einfälle. Und da geht es darum zu sagen, ich bin im Zweifelsfall ein unabhängiger Künstler und habe ein tolles Projekt, sei es ein Film, ich will ein Buch schreiben, Bilder machen oder eben Musik. Stell das auf eine Plattform, sag, hallo, hier bin ich, das und das ist mein Projekt. Unterstützt mich doch, indem ihr jetzt schon das Produkt kauft, was ich dann aber später erst fertig mache mit eurem Geld. Also ist diese Vorfinanzierung. Und letztes Jahr habe ich ein Album aufgenommen und habe das dann eben über Start Next, so heißt eine von den vielfältigen Plattformen, finanziert. Ich bin ein Idealist und manchmal etwas unstimmig. Ich will die Welt retten und mir fehlt nur noch das passende Kostüm. Und wenn man wieder alles schlecht ist und den Leuten alles recht ist, zieh ich mich zurück und meine Fantasie fängt dann zu blühen. Ja, ich nähe eine Lampe. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das ist jetzt für das CD-Projekt, weil ich gesagt habe, es gibt ein Spezialpaket und dann nähe ich kleine Beutel, wo dann die CD rein soll. Und ich habe angefangen, einen Probebeutel zu nähen und bin nicht so weit gekommen und war ganz frustriert und werde dann jetzt nochmal eine neue Variante nähen, die einfacher ist. Und hoffe, dass das dann funktioniert, weil das hat noch nicht so gut funktioniert. Und natürlich normal Computer heutzutage, Internet, braucht man. Social Media Sachen, eine Internetseite, eine Bandseite im Zweifelsfall. Ich kann nichts ohne meinen Kalender, da steht alles drin und auch die nächsten Wochen sind dann schon voll und danach wird es ein bisschen weniger, vielleicht, hoffentlich, nein, nicht wirklich. Das ist jetzt meine Start-Next-Seite. Und da sieht man, wie viel schon gespendet wurde und was ich gerne erreichen möchte, wie viele Fans und wie viele Supporter ich habe und wie lange es noch läuft. Und zum Beispiel dieses Bild wurde gemacht von einer Hamburger Fotografin, die mich angeschrieben hatte. Mit der mache ich ein Tauschgeschäft, die hilft mir jetzt bei solchen Sachen, Logo und das Cover und das Booklet auch zu designen. Und dafür kriegt sie von mir ein Konzert. Und sowas finde ich prima. Tauschgeschäfte finde ich ganz toll. Wenn Leute was können und dann ein Können mit jemand anderem tauschen, der was anderes kann. Ich brauche 4.141 Euro, um aus meinen Liedern ein Album zu machen.
Und deswegen bin ich hier bei Start Next und bitte dich um Unterstützung. Wie wäre es mit einer CD-Bestellung im Voraus, mit einem Spezialpaket oder einer Bitten-Booklet oder noch nicht ganz genäht klar ein Konzert von Melody Found bei dir zu Hause. Red halt sonst ein bisschen anders. Dass die Summe nicht zustande kommt, ja, dann ist für mich der Drops gelutscht, aber du kriegst alles auf Heller und Pfennig zurück. Naja, ich glaube, einiges ist ja auch wirklich Gewöhnungssache. Wenn dir jetzt irgendwie jeden zweiten Tag jemand eine Kamera vors Gesicht hält, denke ich, irgendwann merkt man das auch nicht mehr und ist dann halt, wie man ist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob einen das dann schon wieder so weit verändert, dass man dann zwar immer in dem gleichen Modus ist, aber ob das dann noch der Normalmodus ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich denke, dass man sich dran gewöhnt. Ich bin nicht dran gewöhnt. Hey, hallo Jens. Na, moin, Johannes, komm rein. Bitteschön, das ist eine Überraschung. Ja, das ist es also. Also in dieser Ecke finden die Hamburger Küchensessions statt. Ich lade so 3 bis 4 Mal im Monat musikalische Gäste ein, die dann unplugged überwiegend oder auch mal mit kleinen Verstärkern hier in dieser Küche Musik machen und daraus schneide ich dann schwarz-weiß Videos, die ich auf meinem Blog hochlade. Mittlerweile habe ich da 350 Videos online und das Format entwickelt sich zu so einer relativ angesagten Geschichte. Das heißt, Leute fragen auch an, denken schon ab und zu und ich höre mir dann einmal im Monat dann mal so 30 Bands an und entscheide dann, was passen könnte. So. Das ist so das Konzept. Und diese Videos, die werden dann als Promo-Videos benutzt und für Konzertankündigungen und so weiter. Aber die Idee ist halt nicht, irgendwie damit Geld zu machen, sondern es ist, war immer so die Idee, sag ich mal, die Musikszene so ein bisschen zu präsentieren und zu fördern, kleinere Bands in Verbindung mit größeren Bands zu zeigen, um dann sozusagen auf die kleineren aufmerksam zu machen. Es gibt einen Ort in dir, der gehört nur dir allein. Man will keine Fremden hier, dabei würd ich ganz leise sein. Ich stand schon so oft davor, mit klopfendem Herz an der Tür, doch man sieht mir an, ich bin nicht von hier. Es ist einfach damals die große Chance gewesen, über YouTube das zu machen, weil sonst wäre so ein Küchenprojekt vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden. Und dadurch, dass jeder heutzutage die Technologie hat, Filme zu machen, und es ist halt einfach unheimlich leicht geworden. Also, man muss halt sich nur selber dann entsprechend treu bleiben und auch die richtige Auswahl an Künstlern treffen, damit man halt nicht beliebig wird. Ne? Das ist auch wichtig, dass man halt so seinen eigenen Geschmack so wiedergibt. Und das ist sozusagen dann die Unverwechselbarkeit vielleicht, keine Ahnung. Mich interessiert eigentlich mehr so tatsächlich die Person hinter dem Lied oder beziehungsweise die Geschichten, die diese Person erzählt, weil irgendwie, sobald ich das Gefühl habe, ich erkenne mich darin wieder oder ich habe irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie emotional anzuknüpfen, entweder ist es traurig oder es macht mich total glücklich oder so, dann habe ich so das Gefühl, dann packt mich die Musik und dann nehme ich mehr davon mit, als wenn ich irgendwie einem Schauspieler zugucke, einfach. Das ist so, glaube ich, so mein Grund. Ich habe halt irgendwie mehr davon für mich persönlich, wenn die Message stimmt.
Häppchen. So, Herrschaften, höre ich Applaus? Das war doch dufte. Du bist die Jury beim Kampf der Künste. Poetry Slam für Hamburg. So, heute anstatt Poetry Slam, Singer Slam, Herrschaften. Herzlich willkommen bei uns in den Zeise-Kinos. Ja, also die Jury bewertet von Punkt 0. Das ist die absolute Katastrophe. Möchten wir nie wieder hören. Raus mit den Menschen. Sein Instrument am besten aufessen auf der Bühne. Und ja, 10 haben wir lange nicht mehr gehabt. Sehr lange. Wir begrüßen unsere erste Künstlerin. Sie hat es am allerschwersten, weil sie die allererste ist heute Abend und nach dieser sehr, sehr schwierigen Anmoderation in einer unglaublichen Erwartungshaltung vom Publikum jetzt hier quasi bedroht wird und was ganz Tolles machen muss. Wir freuen uns auf sie und zeigen ihr das mit einem Riesenapplaus. Lisuscha Kostyuk, meine Damen und Herren, bitteschön. Покидаю просторы твои навсегда. Сжигаю мосты, оставляю друзей, реки, леса, города с неба. Вода, вода, все как всегда. Солнце за тучи, чтоб не видеть, как течет слеза. Я буду скучать по русским словам, которые известны и вам. Бабушка, борщ, водка, пиво, калинка по-русски, спасибо. Постепенно пара дойч, шпреха, но же, но этот язык очень-очень зер швер. Их лерно говорит, но это зер комплицирт. Их клёбы зер вихти, дас их них интегрирт. Zuerst hatte ich etwas kleine Wortschatz. Vielleicht waren diese Worte fehl am Platz. Hände hoch, geht leer kaputt. Bitte nicht schießen, alles gut. Du hast für mich Idealmasse. Becken, Schultern breit und Taille schmal. Das ist, warum ich dich so gern anfasse. Meine Liebe zu dir ist schon weiter. Ich bin betört von deinem Duft. Es riecht nach Holz und Sande. Das ist, was in mir begehren ruft. Ich muss mit dir Hand wandeln. Meine Gitarre blickt dich auf bizarre Art und Weise und dabei ganz unprätentiös. Meine Gitarre in Sehnsucht verharre. Dabei wandle ich dich manchmal recht strapazös. Eine 7,0, gefolgt von einer 9,0, eine 8,2, eine 7,5 und eine Wertung fehlt uns noch. Fehlt. So, wir streichen 9, 8 und 7, 0 oder was immer das war. Addieren, verbleiben 24 Punkte mit Ihrem Applaus für Sammy. Und auf dem ersten Platz mit Ihrem großen Applaus Lisuscha Kostyuk. Komm auch zu uns. Viele Musiker machen ja den Fehler, dass sie sich einfach hinstellen, okay, ich bin jetzt hier der Musiker, ich spiele einfach. Und nach, weiß ich nicht, wenn das ein bisschen eintönig ist, dann ist das halt nach 20 Minuten beachtet sie keine mehr. Und das ist ja vielleicht nicht in der Sache. Sie wollen ja die Kunst an den Mensch bringen. Dann müssen sie auch natürlich auch auf das Publikum zugehen. Und das ist das, was man beim Slam super üben kann. Aber es gibt ja auch Musik, die muss nicht unbedingt auf den Zuschauer zugehen. Es gibt ja auch Musik, die beachtet werden muss oder die Zuhörer braucht, die nicht jetzt in dem Sinne gezwungen werden oder so zuzuhören, sondern die aktiv zuhören müssen. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, und also es ist halt immer schwierig. Aber das ist bei Slams immer, auch bei Poetry Slams, ist immer wieder das Problem, nur die, also meistens kommen die Lustigen weiter.
Also das ist auch eben zum Beispiel das Problematische an den an diesen Songslams, wo ich auch öfter schon mitgemacht habe und was ja auch an sich also teilweise eine angenehme und teilweise auch eine schöne Sache ist. Aber das Problematische ist halt, dass Äpfel immer mit Birnen verglichen werden müssen. Geht ja nicht anders. Und das ist aber so eine allgemeine Einstellung. Also entweder es ist etwas, was einen berührt und was Kunst ist, dann ist es Kunst und dann entzieht sich das jedem Vergleich. Und in dem Moment, wo es das nicht ist, okay, dann kann man das natürlich handwerklich vergleichen, aber dann lohnt es sich auch nicht, das auf die Bühne zu bringen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz doch problematisch. Es ist doch so, als Liedermacherin bin ich ja ein sehr kleiner Fisch in einem sehr großen Teich mit sehr vielen anderen kleinen Fischen. Und der eine schildert lila und der andere rot und der andere grün und alle sind total schön, aber man kann jetzt nicht sagen, so, das ist jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt der eine mit dem Krönchen auf. Und insofern muss man sich halt da so ein bisschen, man muss halt, wie soll ich das sagen? Wo ist das Alleinstellungsmerkmal? Und das Problem ist, bei mir, ich bin halt ich. Ich bin jetzt nicht so eine Lana Del Rey, die dann ganz lange Fingernägel hat und krassen Blick und die Lippen und dann hat sie so eine ganz rauchige Stimme und das ist irgendwie dann mit ihrem Stil so ein bisschen Vintage, wo man gleich merkt, oh, das ist irgendwie eine Schiene. Keine Hoffnung, die sich regt. Vertrauen gibt es längst nicht mehr. Dein Handy summt unentwegt. Lost in the air. Deine ständigen Blicke nach unten. Auf das leuchtende Plastikgerät. Deine zappelnden Finger haben doch längst den Weg gefunden zu einem heimlichen Date. Ich werde mir einen Hund zulegen, einen, der sich zu mir setzt, mich begleitet bei Sturm und Regen, der mich nie, nie, nie verletzt. Ich glaube, dass Kritik hier in diesem Lande besonders aufgewertet wird. Vielleicht sind wir noch so tatsächlich in einer bestimmten Lage. Vielleicht ist das deutsche Volk wirklich ein besonderes Volk. Anders als manche andere Völker. Und dieser erhobene Zeigefinger scheint immer noch so seine Wirkung zu tun. Ja. Und wenn sich jemand anmaßt, über Literatur zu sprechen, dann muss er ja ein Auserwählter sein, er muss ja eine Koryphäe sein, also geht das Volk in die Knie und sagt, ja, du hast recht. Das heißt also, dieses Obrigkeitsgehabe findet auch immer noch statt. Leider. Diese ganze Gulal-Farbe ist eigentlich das Gleiche, was man über
die Szenen und meine Songs und die Utopie dahinter sagen kann, weil niemand versteht das indische Holi Festival. Und deswegen, also die Gulal-Farben kommen doch vom indischen Holi Festival. Und niemand versteht, was dieses Festival soll, weil niemand Inder und Hindu ist. Trotzdem wird es überall in Europa im Moment gefeiert, einfach weil es so schön bunt ist. Und das ist halt sozusagen die Verwandlung eines echten in etwas Kommerzielles. Und ich bin mir immer nicht sicher, wo fängt es an, schlimm zu werden und bis wohin darf man das mittragen. Man kann ohne Probleme jede Woche zweimal irgendwo spielen in Hamburg. Das heißt aber nicht, dass man dafür Geld bekommt. Und das ist das Problem letztendlich, wenn man das ausschließlich machen möchte. Dass man irgendwann anfangen muss, damit Geld zu verdienen. Ich habe mal gerechnet, wie viel Arbeit habe ich. Also wenn ich sage, ich möchte als Liedermacher arbeiten, wie viele Stunden brauche ich für Büro? Wie viele Stunden brauche ich fürs Üben? Wie viele Stunden brauche ich fürs Komponieren? Und habe wirklich mir eine große Tabelle gemacht und bin darauf gekommen, dass ich eigentlich mehr als vielleicht 8 oder 10 Arbeitstage im Monat oder vielleicht 11 Tage im Monat, an denen ich tatsächlich Geld verdienen kann, habe ich nicht, weil den Rest der Zeit sitze ich hier und muss hier arbeiten. Dinge, für die ich kein Geld kriege, die aber gemacht werden müssen, Bürosachen. Und wenn du jetzt wieder rückwärts rechnest, was brauche ich zum Leben? Und das, was du zum Leben brauchst, jetzt teilst auf diese Tage, die du arbeiten kannst, dann hast du halt eine Art Tagessatz, den du eigentlich verdienen müsstest, im besten Falle. Das ist dann halt eine Art Richtwert. Ob das für andere so ist oder für den, dem du jetzt was anbietest, das ist eine andere Frage. Aber wenn ich sage, ich möchte davon leben können, dann muss ich mir ausrechnen, wie viel kann ich tatsächlich auftreten, also arbeiten im Monat, was brauche ich zum Leben im Monat und das muss ich dann irgendwie deckeln. Kunstgegenbares, wer ist zum ersten Mal hier? Hand hoch. Krass. Okay, kurz die Spielregeln. Jeder Künstler hat 5 Minuten Zeit auf der Bühne und kann machen, was er will. Jeder der Künstler hat hier ein Sparschwein, wo man am Ende des Abends so viel Geld reintun kann, wie der Künstler, wie viel es ihm wert war. Im Schnitt gibt jeder ungefähr um die 60 Euro aus. Also ich hoffe, wir machen da heute keine Ausnahme. Einen großen donnernden Applaus für Christoph Biermann! Der Junge steht auf dem 3-Meter-Brett, er zittert am ganzen Leib. Die Jungs aus der Clique sitzen adrett, Beckenrand aufgereiht. Noch einmal schaut er aufs glitzernde Nass, er zögert und zaudert noch. Schweiß auf der Stirn, die Lippen blass, vor ihm ein riesiges Loch. Sie pfeifen und johlen und sind gut drauf, und weil er die Wette verlor, musste er hinauf. Jetzt rufen sie im Chor: spring doch, hast dich aufgerafft, spring dich frei. Spring doch, gleich hast du's geschafft, es ist nichts dabei.
Also wenn man um Geld spielt, das ist eine sehr merkwürdige Situation, vor allen Dingen, wenn man das Geld erst nach dem Auftritt bekommt. Also man hat praktisch das Gefühl, man muss während des Auftritts überzeugen, um viel Geld zu bekommen. Also wenn man das Geld möchte, und das ist natürlich anders, als wenn man Geld vom Eintritt bekommt, weil dann haben die Leute ja schon bezahlt und dann macht man halt eben sein Programm und ist eigentlich entspannter. Ja, ich finde das korrekt, dass man auch Geld dabei verdienen kann. Das tut man ja auch bei anderen Veranstaltungen. Nur hier wird man natürlich gleich gespiegelt, ob man angekommen ist oder nicht. Ich kenne einige Leute, denen das überhaupt nicht gefällt, die das ablehnen. Aber natürlich merkt man auch an der Applausstärke, ob man gut angekommen ist oder nicht gut angekommen ist. Man merkt es an der Atmosphäre im Publikum. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht davon leben muss. Dann kann ich das machen, was ich will, dann brauche ich mich nicht zu verbiegen. Die Frage ist halt immer, was bin ich wert? Was ist irgendwas wert? Was ist die Musik wert? Wenn ich sage, letzten Sonntag war ich nicht mal ein Klatschen wert, das ist ja auch so. Ich meine, wie klassifiziert man ein Klatschen? Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich Geld bekommen für den Auftritt. Und trotzdem würde ich nicht sagen, das war der beste Auftritt, den ich hatte. Also von dem, was es mir gegeben hat, außerhalb des Geldwertes. Das ist jetzt, ich habe Crowdfunding, also ich habe sozusagen eine Finanzierung gemacht über ein Crowdfunding-Portal, das nennt sich StartNext. Und da konnten halt Leute mir Geld geben dafür, dass sie die CD vorbestellen. Und mit dem Geld habe ich dann diese CD-Pressung erst realisieren können. Und jetzt liegen sie hier vor mir und löse quasi meine Schulden, meine Schuld ein. Also ich habe das Geld quasi schon wieder ausgegeben, auch für andere Sachen. Ich habe ja schon wieder irgendwie für das Festival vorfinanzieren müssen. Die Ticketerlöse kriege ich ja erst nach Ablauf des Festivals. Dann kommt die GEMA noch um die Ecke, dann macht man ein schönes Programmheft, dann macht man ein paar Flyer, dann macht man ein bisschen Merch und das ist ja alles Sachen, die in Vorleistung gemacht werden müssen. Dementsprechend ist man ja immer so ein bisschen pleite, aber es macht ja auch Spaß. Das war mein erstes offizielles Musikvideo. Es gibt einen Platz, an dem ich schon lange nicht mehr war, aber ich erinnere mich an den Geruch. Es gibt einen Platz, an dem ich schon lange nicht mehr war, aber ich erinnere mich an die Geräusche, an das Licht. Ich war schon so lange nicht zu Hause. Ich bin schon so lange hier draußen. Ich war schon so lange nicht zu Hause. Ich bin schon so lange hier draußen. Dabei bin ich doch ein Wellenreiter, Wassertreter, Strandläufer, Sonnenbeter, ganz egal, Hauptsache es ist mir. So, die Möwe ist dann umgekippt. Ich fand es so lustig, dass sie drin gelassen hat. Super, ganz ja! Hauptsache, es ist mehr. Die fallende Möbel. Ich war schon so lange nicht zu Hause. Ja. Ich bin schon so lange hier draußen. Und die Welt verändert sich täglich. Warum ist die Welt unentspannt? Weil wir immer Bildern hinterherrennen, die man uns in den Kopf pflanzt. Und nicht so sehr darauf gucken, welche Bilder denn aus unserem Herz kommen. Und garantiert, und das weiß ich auch, es gibt auch viele Menschen, die sind da schon ganz viele Schritte weiter. Aber ich denke, die Mehrheit
der Bevölkerung, zumindest in den Konsumländern, rennt Bildern hinterher. Und ich bin im Zweifelsfall nicht besser. Ich fange jetzt gerade an, ein bisschen zu merken, was das eigentlich für ein Humbug ist. Und dir überhaupt nichts gibt. Nichts. Was dir eine Umarmung oder ein freundliches Wort geben würde oder das Zusammensein mit anderen kreativen und inspirierenden Menschen. Wofür brauchst du da, keine Ahnung, das dicke Auto? Wofür? Ich weiß es nicht. Der Mensch lebt davon, dass er den Apfel vom Baum pflückt und ihn isst. Die Apfelpflücksprache. Es ist nicht mein Wort, sondern es ist das von dem Professor, Professor Dürr. Ich weiß den Namen gerade, Klaus-Peter Dürr. Ein Atomphysiker, der irgendwann nach 50 Jahren merkte, es gibt die Materie nicht. Er war auf der Suche nach der Materie, nach der kleinsten Einheit sozusagen, allen Seins. Er stellt aber fest, dass das Atom nicht das Kleinste ist, sondern dass das Atom nochmal aufteilbar ist. Und immer so weiter. Und er stellte für sich fest, dass es keine Materie gibt. Nach 30, 40 Jahren Forscherleben stellt er plötzlich fest, es gibt keine Materie. Das heißt, es gibt nur das Dazwischen. Es gibt nur die Beziehung. Zeit unendlich, noch wirken wir unverbraucht, doch kein Rausch kann ewig halten, alles ist mal aufgeraucht. Das Glück liegt in der Kiste, bei dem ganzen anderen Mist im Schrank. Das Glück liegt in der Kiste, es war mal ziemlich teuer und seit damals sind wir beide blank. Lass es uns noch mal probieren, solange wir noch die Jüngsten sind. Erst die 20er in Schutt und Asche gehen, wer uns wohl dann noch nimmt. Jetzt ist unsere letzte Chance und das ist völlig ernst gemeint. Jetzt ist unsere letzte Chance, weil durch die Reste unserer Party schon die Fratze des Bedauerns scheint. Das ist ja super. Erstmal werden die Ideen, also dann nehme ich irgendwelche Papiere, die mir unterwegs noch unterkommen und manchmal jetzt bei meiner Radtour, da sind mir Ideen unterwegs gekommen, dann habe ich die schnell notiert, damit ich sie nicht ganz vergesse. Und nächster Schritt ist dann in ein Heft tatsächlich das dann ein bisschen ordnen, wenn ich genug Grobmaterial zusammen habe. Sollten wir uns mal treffen? Nach all der langen
Zeit. Bist du noch das Mädchen oder bist du längst gereift? Würden wir uns erkennen oder liefen an uns vorbei? Wird noch was in uns brennen, so ein Rest von Liebelein? Ich sitz an meinem Schreibtisch, ich schau mir Fotos an und ich denk darüber nach, wie das alles mal so begann. Treffen wir uns am Bahnhof oder vielleicht in einem Café? Trinken wir einen guten Wein oder besser bloß einen Tee? Machtest du Karriere oder machst einen schönen Job? Überwandst du manch Barriere oder machst du einen Flop? Ich sitz an meinem Schreibtisch, ein Brief in meiner Hand. Die Mädchenschrift von damals aus einem anderen Land. Fertig. Eins von meinen Baustellen. Ich habe ja verschiedene Baustellen. Die sind dann manchmal schon fast fertig und manche, das sind so Fragmente, die schon seit Jahren liegen und irgendwie nie richtig fertig werden wollen. Und manche, die liegen schon seit Jahren und auf einmal kriegen sie durch einen gewissen Abstand vielleicht eine ganz neue Kurve und werden auf einmal dann doch fertig. That is already here, but I won't feel the slightest fear if my arms are full of you. Maybe we will suffocate. Also, wenn man Festivals macht, dann dauert das ja meistens nur ein paar Jahre, bis die Leute das annehmen bzw. überhaupt wissen, was das ist und so. Ich mache es jetzt zum zweiten Mal. Und entsprechend ist die Akzeptanz ja schon größer als beim ersten Mal auf jeden Fall. Und dadurch, dass das Line-Up einfach wunderbar ist und die Leute das alle irgendwie so unterstützen einfach so. Und auch Werbung machen, die Künstler machen Werbung dafür, läuft das ganz gut. Also das ist eine gute Idee, die man natürlich auch erstmal in die Welt tragen muss, weil sonst kennt es keiner. Aber sag ich auch, so Leute wie du ja auch solche Sachen hier unterstützen. Hat das eine gute Chance, beim dritten Mal vielleicht nächstes Jahr so richtig gut erfolgreich zu sein, würde ich mal sagen. Also es ist auf einem guten Weg auf jeden Fall. I just want to hold you while the world burns. I just want to hold you while the world burns. Let it burn, burn, burn. Let it burn, burn, burn. Let it burn, burn. Genau, das ist auch noch beleuchtet. Also, du meinst, ich soll hochgehen? Ja. Okay, dann ist das okay. Und ich komme in ein paar Minuten. Brauchst du noch? Ja, kannst du noch auf. Ja, moin! Willkommen zum zweiten Hamburger Küken Sessions Festival. Schön, dass ihr da seid. Mit eurem Erscheinen habt ihr bereits die beste Wahl des Tages getroffen. Ihr habt die SSPDH, die Singer-Songwriter-Partei der Herzen, heute gewählt.
Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Enno Runge. Ich werde so ein bisschen durch das Programm führen und zwischendurch am Barpiano ein bisschen die Pausen mit Musik befüllen. Und bevor es losgeht mit dem Programm, möchte ich noch kurz ein Spiel vorstellen. Wir haben ein Benefizspiel vorbereitet. Da drüben sind Flaschen aufgestellt. Ich glaube, dass viele Menschen gerade auch wieder so ein bisschen nach Inhalten streben und keinen Bock mehr auf diesen oberflächlichen Kram haben. Auch vielleicht im Hinblick auf Bundestagswahl, wenn man sich die Plakate mal ansieht. Das ist inhaltsloser Wahlkampf und die Singer-Songwriter, die heute spielen, die haben ein bisschen mehr zu sagen, glaube ich. Und ich glaube, das ist was, wonach sich Menschen sehen. Dass es Menschen gibt, die etwas aussagen und die irgendwie auch berühren wollen. Für den Weg, ich habe richtig mir was angezogen. Sachen hingelegt, angezogen, zack. Und jetzt muss ich runter. So wie du schweigst, hast du sicher was zu sagen. So wie du lachst, sieht's in dir wohl dunkel aus. So wie du kämpfst, willst du eigentlich bloß Ruhe. Und so wie du rennst, willst du einfach nur nach Haus. Hinter deiner Sonnenbrille fällt der Regen und fällt. Them out. Auf jeden Fall, das Allerwichtigste war für mich immer live und in echt
stattzufinden und eben Konzerte zu spielen und darüber die Menschen zu erreichen. Das war von Anfang an das, was ich unbedingt machen wollte und was ich auch, glaube ich, am häufigsten, intensivsten betrieben habe. Dass ich von Anfang an einfach gesagt habe, ich will Konzerte spielen und dann muss ich die jetzt eben buchen. Dann schickt man 100 E-Mails raus und bekommt 10 Antworten und eine Zusage und dann darf man ein Konzert spielen. Und so ist es angefangen und mittlerweile habe ich jetzt zum Glück Menschen gefunden, die das für mich machen, sodass ich mich mehr auf meinen Kram konzentrieren kann. Und ja, aber das war für mich eben unglaublich wichtig, da stattzufinden. Und natürlich jetzt, man kann nicht immer überall sein, deswegen ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man auch viel die sozialen Netzwerke nutzt und da auch was macht. Also Musik ist natürlich anders verfügbar als früher. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich noch sehr, sehr jung war und wie man da suchen musste, um irgendwas Neues von seinem Lieblingssänger oder so zu finden, das war halt eine ganz, heute kannst du ja, du gibst es bei Google ein, du hast alles zu jeder Zeit verfügbar so, weswegen man nicht mehr so darauf lechzt vielleicht, wenn irgendwas Neues kommt, wie es halt früher war, aber so ein Live-Feeling oder so ein Live-Konzert ist, glaube ich, immer noch das Gleiche. Weil entweder du kriegst die Leute in dem Moment und du berührst sie oder eben nicht. Es war heute ein wunderbarer Abend. Großartige Leute. Es hat heute jemand gespielt, der heißt Andy. Der hat 30 Jahre oder sagen wir mal 20 Jahre nur für sich zu Hause gespielt. Und wir haben uns öfter unterhalten. Wir waren Kollegen bei der Post. Wir haben Kisten gestapelt, um etwas Geld zu verdienen. Und ich habe mich dann abgeseilt. Er hat weitergemacht. Und er sagte mir, ich brauche diese öffentlichen Auftritte nicht. Ich spiele für mich. Wieso musst du dich immer so in der Öffentlichkeit noch zeigen? Man kann auch für sich spielen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe noch keine Antwort, aber ich muss auch mal vor Leuten spielen. Und heute, Johannes, du bist Zeuge geworden, du hast es gefilmt mit dieser herrlichen Kamera, hat dieser Kollege vor Leuten gespielt und hat das Haus fast zum Kochen gebracht. Er ist 20 Jahre nicht öffentlich aufgetreten. Ich glaube, in dem Moment, wo man in die Zukunft plant und sagt, dass sich bald was ergibt und was sich ergibt, in dem Moment ergibt es sich nicht. Das zum Beispiel hätten wir nur nicht planen können, dass hier eine Katze kommt und sich auf meinen Schoß setzt. Ich glaube eher, dass die Leute viel mehr denken, es ist viel mehr Dinge seien ausgedacht und ich glaube, in den Dingen steckt viel, viel mehr Wahrheit, als man eigentlich glaubt. Ich denke, es ist so. Es ist doch das. Das Leben schreibt doch die besten Geschichten. Aufgewacht, den Kopf verdreht, geglaubt, dass aus Asche ein Wunder entsteht, aus Buchstaben Worte, aus Worten ein Weg, dass es weitergeht. Nach draußen gestürzt, die Welt gesucht, Berge versetzt, Götter verflucht, die Zeittropfen hören, wie ein Spiegelbild ins Bild. Lass es reden. Eigentlich finde ich das ganz toll, wenn wir genau diese Szene drin hätten. Lass es regnen. Wo ich sage, eigentlich kommt es immer nur, mich und nicht dich. Ja, dann stellen wir sie doch noch mal. Nee, das war gut. Einmal ganz vorne sein. Und unbesiegt, gegen Wände gerannt, die Krise gekriegt, weil es alles anders war. Verstehst du nicht? Lass es
das Regen über mich. Wenn man einen Job ausübt, der einem Spaß macht, und das machen sehr wenige in Deutschland, also ich habe mal eine Statistik gehört, dass nur 80% der Menschen, die arbeiten gehen, ihren Job nicht mögen. Ich hab Erde gefressen, Joints gedreht, bin in Asche gegangen, Sturm gesehen, bis morgens getanzt, alles zu spät, völlig abgedreht. Gezofft, sonnenverbrannt, so auf Regen gehofft, gesucht, was man nicht findet, und trotzdem ein Abglanz vom Leben. Lass es regnen, lass es regnen, lass es regnen. Lass es regnen, lass es regnen, lass es regnen. Lass es regnen, lass es regnen. Über mich, über mich, über mich. Lass es regnen. Ja, auch ich verändere mich stetig.